Das sind die AirPods 2. Das sind die AirPods Pro. Was genau der Unterschied ist, für welches Gerät ihr euch entscheiden solltet und was ihr sonst noch alles wissen müsst, zeigen wir euch in diesem Video. Bis gleich. Links habe ich die AirPods 2 und rechts habe ich die AirPods Pro. Was die Unterschiede sind und was wir euch empfehlen, das erzähle ich euch jetzt in diesem Video. Und fangen wir mal einmal mit den AirPods 2 an. Es ist ja schon die zweite Generation. Hier hat sich tatsächlich nicht so viel getan im Gegensatz zu den Vorgängern. Wir haben jetzt eine Option mit Wireless Charging. Wir haben eben eine etwas längere Akkulaufzeit. Wir haben einen Prozessor, der eben auf Hey Siri viel einfacher und besser reagiert und so weiter und so fort. Also eine Weiterentwicklung der bestehenden AirPods. Und hier haben wir natürlich auch eine gewisse Weiterentwicklung, die AirPods Pro. Und die AirPods Pro sind eben eine ganz andere Gattung, ne, von AirPods. Wir schauen uns jetzt einmal kurz diese AirPods 2 nochmal an. Also wenn ich sie einmal aufklappe, dann sehen wir eben, das sind ganz normale Kopfhörer, die man sich eben einstecken kann. Und diese Kopfhörer eben können ganz normal in das Ohr hineingesteckt werden und dann könnt ihr ganz normal Musik hören und die funktionieren auch super. Also die Qualität des Sounds, und das ist das, was man ja bislang so gehört hat, ist wirklich sehr, sehr gut. Der Akku hält lange und es ist ein wirklich tolles Gerät. Also das muss ich wirklich sagen. Mit den AirPods 2 gab es ja jetzt auch die Möglichkeit, dass man das Ganze auch wireless laden kann. Das heißt, ich glaube, das kostet 50 Euro extra, wenn man eben entweder man nimmt das normale Charging Case und ich glaube, es sind 250 Euro oder sowas, dann mit dem normalen Charging Case. Mit dem Wireless kosten die dann schon 300. Das heißt, dann kann man tatsächlich so einen Key Charger nehmen, ne, und dann einfach hier drauflegen und dann laden die eben auf. Wie ihr seht, hier das Lämpchen geht auch an und das sind eben jetzt die AirPods 2. Die AirPods Pro hingegen sind eine ganz andere Gattung. Die sind eben sogenannte In-Ear-Kopfhörer. Das heißt, sie sollen euch komplett abschirmen von den Geräuschen, die draußen sind. Das ist das eine, eben weil wir hier diese Ummantelung haben. Und das zweite ist, eben durch zusätzliche Mikrofone geben sie euch eben auch noch die Möglichkeit, draußen zu hören, was denn eben so los ist. Also sie sind auch durchlässig, wenn ihr es haben wollt. Die dritte positive Seite ist natürlich, dass ihr eben mit dieser kompletten Umhüllung einen sicheren Sitz habt, wenn ihr zum Beispiel joggen gehen wollt. Und ich selber war tatsächlich schon einige Male mit den AirPods joggen, auch AirPods 1 und AirPods 2 joggen. Und dann werden die dann schon zwischendurch locker. Also da muss man sich schon mal zwischendurch hin und her drehen und so weiter. Da gibt es ja von Beats und auch von anderen Marken ja auch Alternativen, gerade für Leute, die viel Sport machen. Aber das ist tatsächlich etwas, was man einfach so zum Beispiel beim Einkaufen oder irgendwo anders, vielleicht beim Fahrradfahren geht es sogar auch. Auch dort werden sie dann irgendwann mit der Zeit locker. Aber eben zum Spazierengehen oder sowas für ganz normale Tätigkeiten funktioniert das sehr gut, aber eben nicht so gut, wenn man eben Sport hören will. Und tatsächlich, es ist auch nicht so toll, wenn man zum Beispiel im Flugzeug ist oder in der Bahn, weil man ja dort diese Geräusche immer wieder hört, diese Geräuschkulisse, und die können sie eben nicht abschirmen. Das heißt, man hört auf jeden Fall immer wieder von draußen, was denn in der Welt so passiert, und das möchte man ja vielleicht gar nicht. Das ist eben dieser große Vorteil von den AirPods Pro. Die AirPods Pro können euch eben komplett abschirmen von dem, was draußen passiert. Ihr hört also, wenn ihr es nicht wollt, nur die Musik. Ihr hört nur den Ton von eurem Film und sonst nichts. Selbst wenn ihr wollt, dass ihr von draußen was hört, könnt ihr sagen, hey, ich möchte trotzdem eine Geräuschunterdrückung haben. Das heißt, ihr hört die andere Person relativ klar und könnt auch die Kopfhörer auch drin lassen und das dumpfe Geräusch ist aber trotzdem weg. Also von daher ist das eine wirklich tolle Technik. Aber was eben noch besonders ist, eben die Tatsache, dass ihr damit eben sehr, sehr gut zum Beispiel joggen gehen könnt oder zum Beispiel Fahrrad fahren oder andere Sachen, weil eben die Dinger wirklich fest in euren Ohren sitzen. Und Apple hat ja hierfür ja auch verschiedene Aufsätze. Das heißt, im Gegensatz zu den normalen AirPods, wo ja einfach nur eine Passform drin ist, die auch nicht jedem passt, haben wir eben hier insgesamt drei Größen, S, L und M. M ist eben hier dran. Und je nachdem, wie groß oder klein eure Ohren sind, könnt ihr eben dann die verschiedenen AirPods Pro nehmen. Ihr merkt schon so ein bisschen, wohin meine Tendenz geht, was die Empfehlung aussieht. Wenn man sich die AirPods Pro anguckt, die gehen jetzt momentan so für ungefähr 350 Euro über den Ladentisch. Ja, ich weiß, es ist viel Geld, aber mit dem Wireless Charging Case sind es auch schon, glaube ich, fast 300. Also der Unterschied sind dann irgendwie nur noch so 50, 60, 70 Euro zwischen denen, weil man ja hier auf jeden Fall das Wireless Charging Case mitbekommt. Und jetzt kommt es eben natürlich darauf an. Braucht ihr das Wireless Charging Case, ja oder nein?
Macht ihr regelmäßig Sport, ja oder nein? Und wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, ich mache eigentlich nie Sport, ich will einfach mal zwischendurch mal Musik hören, ein bisschen chillen und so weiter und ich brauche das Wireless Charging Case auch nicht, ja, dann nehmt auf jeden Fall die AirPods 2, gerade auch wenn ihr nicht viel fliegt oder sowas, dann macht das auf jeden Fall, weil dann gibt es sie ja viel günstiger, zwischen 200 und 250 Euro ist das schon super mit den AirPods 2, dann seid ihr damit wirklich schon zufrieden. Das bessere Gerät tatsächlich, meine Empfehlung, wenn es jetzt einfach nur auf den Leistungssieg ankommt, dann sind das auf jeden Fall die AirPods Pro. Weswegen, sie unterdrücken Geräusche, wir haben hier automatisch Wireless Charging Case drin, sie sitzen fest im Ohr und sind eben eine wirkliche Weiterentwicklung zu den bestehenden AirPods. Sie passen jedem, also wenn euch das nichts ausmacht, 350 Euro für Wireless Kopfhörer auszugeben, dann macht das auf jeden Fall. Meine Empfehlung sind eben die AirPods Pro. Ich habe ja beide, eben auch unter anderem, um euch diese Videos hier zu zeigen. Und ich persönlich glaube, ich werde auch bei den AirPods Pro bleiben, werde aber eine Übergangszeit haben, wo ich mal zwischendurch mal die und mal die benutze, um einfach mal zu sehen, welche sich denn letztendlich für mich als beste Alternative herausstellen zu den normalen Kopfhörern, die man eben mittlerweile per Kabel benutzt, beziehungsweise die man schon seit langer Zeit per Kabel benutzt. Ehrlich gesagt, glaube ich, ist die Zeit der Kabel eigentlich fast schon vorbei. Ist natürlich auch das blöd für die Umwelt, weil nach 2-3 Jahren ist der Akku mittlerweile ausgelutscht und dann kann man die Dinge eigentlich auch schon fast wegschmeißen. Also vom Umweltaspekt her ist das ein bisschen blöd. Von dem Tragekomfort sind beide super. Man hat beide gute Akkulaufzeiten. Die Technik ist super mit den Charging Cases und so weiter. Also ihr macht mit beiden Geräten nichts falsch. Wenn ihr genug Geld habt und eben zum Beispiel Sport habt und so weiter, nehmt die AirPods Pro. Ansonsten ist das ja ein guter Preis-Leistungssieger, weil Wireless Charging-Funktion braucht man auch nicht unbedingt. Steckt man einfach ein und das war's. Ja, ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wenn es euch geholfen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert kostenlos den Kanal. Wenn jemanden kennt, für den das Video interessant sein könnte, teilt das Video. Schreibt uns eure Fragen und Anregungen in die Kommentare über YouTube. Wir lesen und beantworten fast alles. Bis zum nächsten Mal, einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen hier in der Technik-Video-Welt.